wenn man ein Video gerade von der Kamera auf den Computer ladet, sieht es so aus. Und wenn man einen LUT drüber legt, dann sieht es nachher eben so aus. Und der Schnips war mega schlecht. Wir haben eine neue Idee gehabt. Also! Kevin, wir haben News. Das ist ja Hammer. LUTs können die Farbe von einem Video mega aufpushen. Ein LUT ist so quasi ein Farbfilter, den man über die Videos legen kann. Das heisst, wenn man ein Video gerade von der Kamera auf den Computer ladet, sieht es so aus. Und wenn man einen LUT drüber legt, dann sieht es nachher eben so aus. Jetzt, was wir machen wollen, ist eigentlich einen Online-Store aufbauen, wo wir LUTs verkaufen für Film. Die sind kompatibel mit allen gängigen Schnittprogrammen, Premiere, DaVinci, Resolve, Final Cut und so weiter. Und aber gleichzeitig auch Lightroom Presets, wo man eigentlich mega simpel kann ins Lightroom importieren kann und dann gerade auch Fotos, bei den Fotos einen mega schönen Farbfilter drüber legen, wo man aber auch die Möglichkeit hat, nachher noch zu verändern. Und das ist auch beim Filmen so. Es ist dann nicht wie bei Instagram, wo man einfach einen Filter drüber legt und dann hat es sich. Sondern man kann den Filter drauf tun und kann wirklich selber noch an den Einstellungen umschrauben, dass es dann wirklich genauestens stimmt für die eigenen Aufnahmen. Auf dem Online-Store machen wir verschiedene Packages, sagen wir denen, die ca. 5 bis 10 LUTs enthalten und kompatibel sind mit diversen Kameras und Farbprofilen, also beispielsweise mit Canon, mit Sony S-Log2 und S-Log3, mit DJI D-Log, mit Red R3D, Nikon, GH5, Panasonic, wo einfach wirklich dann eigentlich jeder auf seine Kosten kommt. Man kann dann wirklich sagen, okay, man hat jetzt beispielsweise einen Teal and Orange LUT, wo man dann kann brauchen, wirklich egal ob man jetzt mit der Sony gefilmt hat oder gefettelt oder mit der Canon und so weiter. Es ist 6:45 Uhr. Ich bin jetzt den ganzen Tag am Lightroom Presets designen gewesen. Und zwar habe ich ein Package bis jetzt gemacht mit 9 Presets drin, Teal and Orange Presets. Jetzt bin ich eigentlich gerade dran, die Vergleiche designen, dass man sieht, immer, wie sieht das Bild in RAWs und wie sieht das Bild aus, wenn man das Preset drauflegt. Was für ein Look? Nein, der ist Oli inspired. Folgt mir auf Instagram. @OliVenturesOn. Jetzt wären wir eigentlich fertig mit allen Preset-Bildern, wo man hier sieht, die 9. Das Problem ist aber, wir haben gerade festgestellt, dass es das mega, mega durcheinander ist. Es sind halt mega viele verschiedene Bilder und man hat wie gar keine Möglichkeit, richtig das zu vergleichen. Und was wir jetzt testen, ist eigentlich alles mit einem Bild zu machen. Also die 9 Presets alle durchzugehen mit dem Bild, das wir hier auf der Softwarebox haben. Und dann schauen, ob man es besser vergleichen kann, ob es einfacher ist. Also. Jetzt ist Tag. Tag 3? Oh, das ist Tag 3. Ja, Tag 3. Ich bin mit 2 Lightroom Packages fertig, die bereits auf der Webseite sind. Jetzt bin ich an LUTs dran für Film. Ich bin an einem Teal and Orange Pack, wo eigentlich vergleichbar ist mit den Farben von Mad Max. Wo man so ein bisschen die Abweichungen machen davon. Und die Schwierigkeit darin besteht eigentlich aus verschiedenen Kameraprofilen, Farbprofilen. Die so anzupassen, dass eigentlich alle zueinander abgestimmt sind. Also ich kann es schnell zeigen da. Das ist jetzt beispielsweise von einer Red. Sieht aber genau gleich aus wie das Bild von einer Canon oder von einer GoPro oder von sonst irgendeiner Kamera. Das wirkliche Bild von der Kamera sieht ursprünglich wieder so aus. Und jetzt eben mit dem LUT, mit dem Preset, das ich gemacht habe, sieht es so aus. Jetzt ist Freitag oben. Ich habe die Lightroom Presets fertig, also 2 Packages. Dann die LUTs habe ich 1 Package fertig. Ich muss die Webseite noch updaten mit denen, muss die noch drauf tun. Dann morgen geht es weiter mit dem Commercial Video für das erste LUT Package. Und ich einen Zusammenschnitt mache aus den besten Shots, die wir haben, mit diesen LUTs graded. Jetzt müssen wir noch putzen.